Beginnen wir mit dem biografischen Skelett, um ihn einfach ein bisschen besser verorten zu können. Leo Perutz wurde 1882 in Prag geboren und er hat dann die meiste Zeit seines Lebens, seines Erwachsenenlebens in Wien verbracht, ist um die Jahrhundertwende nach Wien gekommen und musste 1938 aus bekannten Gründen ins Exil gehen nach Palästina. Also er war ein säkularisierter Jude und musste natürlich flüchten vor dem NSDAP-Regime. Er hat danach, also ein bisschen muss ich dich korrigieren, Ewald hat nämlich danach noch bis 1957 gelebt, also nicht 53 gestorben, 57 gestorben. Allerdings ist diese Zeit gerade nach dem Zweiten Weltkrieg sowieso, aber auch schon die Jahre davor, ab 1933, gab es ein Publikationsverbot für die Romane von Leo Perutz. Insbesondere betrifft das den Roman St. Petri Schnee, der im Jahr 1933 erschienen ist und praktisch sofort auf den Index kam und deshalb die Auslieferung nicht mehr möglich war. Und das war natürlich also nicht nur finanziell, sondern auch psychisch eine sehr schwierige Situation, die Motivation weiterzuschreiben, am Leben zu erhalten. Die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja auch nicht leichter gewesen. Die Literaturlandschaft war ein Tor, so viele Verlage haben nur rudimentär Bestand gehabt und viele Verlage konnten auch keine Honorare zahlen. Das ist etwas, was nicht nur Leo Perutz betrifft, sondern sicherlich viele Autorinnen und Autoren betroffen hat nach dem Krieg. Wenige Wochen vor seinem Tod, am 25. August 1957, hat er den letzten Roman, Der Judas des Leonardo, abgeschlossen. Die Publikation hat er nicht mehr erlebt, aber auch der zweite Roman, der nach dem Krieg entstanden ist, Nachts unter der steinernen Brücke, hatte eine sehr unglückliche Publikationsgeschichte. Er hat ihn zuerst Jolne angeboten, das war sein Hausverlag in Wien, aber der damalige Verleger hat eben gemeint, man könne dem Wiener oder dem österreichischen Literaturpublikum nicht ein so jüdisches Thema zumuten nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat er sich natürlich echauffiert darüber. Es ist sehr bezeichnend für die Spannungen und Stimmungen nach dem Krieg und dieser Roman ist dann in Deutschland erschienen, aber war überhaupt kein Erfolg, also weder von der Wahrnehmung noch finanziell. Oft kann es ja auch eine Diskrepanz geben zwischen der Literaturkritik und dem Publikumserfolg. Das ist ja auch heutzutage noch so. Aber kommen wir zurück zum blühenden Leben des Leo Perutz. Er hat in Wien, wie gesagt, die meiste Zeit seines Lebens verbracht. Ich habe hier eine Einteilung seiner Romane. Es gibt insgesamt 12 Romane, die erschienen sind. Und man kann sie einteilen in historische Romane und in Gegenwartsromane, also Gegenwartsromane, die in der Zeit von Leo Perutz spielen. Sein Debüt war 1915 mit dem Roman Die dritte Kugel. Dann gab es als zweiten historischen Roman Der Markt de Bolivar, dann Tourlupin, Der schwedische Reiter, Nachts unter der steinernen Brücke und, wie auch schon erwähnt, Der Judas des Leonardo. Die Gegenwartsromane, da gibt es 2 Romane, die er in Kooperation mit einem Dramatiker geschrieben hat, mit Herrn Frank, das Mangobaumwunder und Der Kosak und die Nachtigall. Zusätzlich gibt es 4 Romane, die Leo Perutz allein geschrieben hat, zwischen 9 und 9, Der Meister des jüngsten Tages und Wohin rollst du Äpfelchen? Diese Aufzählung werde ich später noch ein bisschen mit Fleisch anreichen und ein bisschen was zu den Romanen dazu sagen. Ich bleibe jetzt einmal bei der Biografie. Eigentlich ist Leo Perutz Versicherungsmathematiker gewesen. Also er hat eine Zahlenbegabung gehabt und das ist vielleicht eine ganz kleine Verbindung zu Kloster Neuburg. Er hat ein Jahr in der gleichen Versicherung wie Franz Kafka gearbeitet, nämlich Assicurazioni Generali, da ist er 1907 eingetreten. Er ist auch in Prag geboren, wie Franz Kafka. Allerdings, und das war der Anlass, warum die Familie überhaupt weggekommen ist,
Die Familie war wohlhabend, der Vater hatte eine Textilfabrik, da gab es aber mal einen Unfall, also einen Brand, und die Textilfabrik ist komplett zerstört worden dadurch. Danach kam die Familie eben nach Wien. Er hat auch zwei Brüder gehabt, die haben durchaus ökonomisches Geschick gehabt, ihr ganzes Leben lang, und haben ihn dann auch im Exil immer wieder finanziell unterstützt. Das Geld, ich habe sehr viele Briefe, Notizen, Tagebücher gibt es im eigentlichen Sinn nicht bei Leo Perutz, aber ich habe sehr viel Briefwechsel studiert, und vielleicht kann man sagen, er war durchaus ein sozialisierter Wiener, wenn auch kein Gebürtiger, weil er raunzt sehr oft über die finanzielle Lage. Wobei, und dann muss ich auch ein bisschen skeptisch sein, wir haben hier doch einen Menschen, der eben im 9. Bezirk, vor allem in der Porzellangasse 1937, also von 1918 glaube ich, bis 1938 gelebt hat. Das heißt, ein durchaus gutbürgerliches Leben geführt hat mit einem Dienstmädchen und drei Kindern dann, so mit der Lieder Weil. Mit der hatte er eben drei Kinder, und später war er noch verheiratet mit Gretel Humburger. Die Ehe mit Ida Weil ist deshalb leider zu Ende gegangen, weil Ida Weil gestorben ist nach der Geburt des dritten Kindes. Und zwar war das der Felix Perutz. Und vor einigen Jahren, also jetzt ist es schon mehr als 10 Jahre her, damals habe ich mich sehr intensiv mit Perutz befasst. 2007 ist eben ein Buch von mir erschienen, anlässlich des damaligen Jubiläums 50. Todestag und 125. Geburtstag. Im Jahr 2017 haben wir den 60. Todestag. Und damals gab es eben auch einen flüchtigen Austausch mit Felix Perutz, also seinem Sohn, der in Israel gelebt hat. Ich habe die letzten Jahre nicht mehr verfolgt, wie es ihm geht, ob es ihn noch gibt und so weiter und so fort. Was aber schon interessant ist und was Sie sicherlich auch sonst bei einer Vorlesung nicht so leicht erfahren können, also ein bisschen die Situation dieser Familie, das Problematische dieser Familie, der Leo Perutz ist ja auch bekannt als durchaus zynischer Kommentator. Ja, ich kann dann einige Zitate bringen, die das belegen. Kann es sofort bringen, nämlich zum Beispiel soll er öfters gesagt haben, wenn jemand besonders klug war, hat er gesagt, sie haben ja einige Lücken in der Umbildung. Also ich kann zwar jetzt nicht genau sagen, welche Quelle das ist, damit beweise ich eine Lücke in meiner Bildung, aber gleichzeitig, nachdem ich das Zitat wusste, auch eine Lücke in meiner Umbildung. Also das heißt, er war oft durchaus zynisch. Und das ist eben auch sehr dramatisch in Bezug auf den Felix, dem er gewissermaßen den Tod seiner Frau vorgeworfen hat. Er hat ihn dann nämlich immer wieder zum Mörder bezeichnet, weil seine Frau eben kurz nach der Geburt gestorben ist, ja, von Felix. Und ich glaube, dass das Verhältnis problematisch blieb ein Leben lang. Und die Situation auch der Geschwister, also die drei Kinder, das waren eben zwei Frauen und eben ein Mann. Das war natürlich durch den Krieg auch so, dass diese Familie zerstreut war, und die Michaela Perutz hat dann in England gelebt, das war die älteste Tochter, die zweite Tochter, glaube ich, ist in die USA ausgewandert. Das heißt, einfach die Geschwister hatten auch kein gemeinsames Leben, sondern waren verstreut. Ein Schlagwort, ich habe Leo Perutz als magischen Realisten bezeichnet. Das heißt also, es gibt einerseits die Magie und andererseits diesen Realismus. Fantastische Literatur zeichnet sich ja oft dadurch aus, dass ungeheuerliche Geschehnisse sich ereignen, die sich einer naturwissenschaftlichen Erklärung entziehen. Und das ist ein markanter Unterschied zu dem historischen, vor allem historischen Romanen bei Leo Perutz. Hier wird eigentlich alles erklärt. Ja. Es gibt kein Phänomen, das offen bleibt. Das sage ich auch deshalb, weil es natürlich, also man kann sagen, man muss das jetzt nicht so streng sehen, das ist eine fantastische Literatur, aber wenn man versucht, eben mehr das Charakteristikum auch sich begreifbar zu machen, ist es schon spannend,
zu hinterfragen, was ist eigentlich dann das Fantastische. Das Fantastische ist oft, dass hier ungewöhnliche Geschehnisse präsentiert werden. Wir haben bei 7 dieser 12 Romane einen fiktiven Herausgeber, der irgendwelche Texte findet im Keller oder im Dachboden und dann sagt, also hier hat er Dokumente entdeckt, wo irgendetwas Ungeheuerliches geschehen ist. Oder bei Tourlopin, das ist ja eine Geschichte über einen Barbiergesellen, der im 17. Jahrhundert durch verschiedene historische Fügungen dazu kommt, die praktisch vorweggenommene französische Revolution zu vereiteln. Ja. Das ist ein literarisches Spiel, das Leo Perutz betreibt. Er sucht sich historische Quellen und wirft dadurch einen anderen Blick auf die Geschichte. Also was hätte sein können, wenn dieses oder jenes passiert wäre oder nicht passiert wäre. Also er macht etwas, was der Historiker nicht macht natürlich. Der Historiker ist sehr interessiert an Quellenkunde, Quellenstudium und Genauigkeit. Und er als Romancier erlaubt sich natürlich diesen losgelösten Blick. Und dadurch wird auch dieser Umgang mit Geschichte viel spielerischer. Bei Tourlopin möchte ich den Schmidt-Denker zitieren, der bei einem Symposium im Jahr 2000, hat es auch in Wien stattgefunden, nämlich in Wien und in Prag, gesagt hat, je präziser die Quellenangabe, umso größer die Lizenz zum Schwindeln. Ja. Bei Tourlopin ist es so, dass dieser fiktive Herausgeber, der dann eben diese Dokumente findet, darauf hinweist, dass eben im 17. Jahrhundert Zeitschriften erschienen sind, die auf die schwierige soziale Lage der Bauern hingewiesen haben. Also es gibt, und diese Zeitschriften gab es, also es ist nachweisbar. Und Perutz nimmt dann so verschiedene Facetten der Geschichte und baut eine spannende, frei erfundene Geschichte darauf auf. So viel also zu Tourlopin. Denken Sie an Inspektor Columbo. Ja, da haben wir nämlich auch am Anfang der Geschichte nicht das, was oft bei einem Krimi passiert, ja, dass man eben nicht weiß, wer der Täter ist, man weiß sofort, wer der Täter ist. Die Frage, die uns also beschäftigt, warum wir uns das anschauen, ist, wie kann es eigentlich sein, dass der überführt wird? Weil es ist immer so ein cleverer Täter, der also minutiös alles plant und keine Indizien offen lässt und dann aber dieser Underdog, also praktisch seine David-Goliath-Position, der Inspektor Columbo, findet dann das Haar oder irgendein anderes Detail und schafft es mit seiner Raffinesse, diesen Täter zu überführen. Und das Wort Indizienroman, das ist, oder dieser Begriff, der in der Literatur oft verwendet wird, das ist sehr zutreffend auch bei Leo Perutz. Man hat dann so einzelne Indizien, die also darauf schließen lassen, was hier wirklich passiert ist. Und alles wird lückenlos aufgeklärt. Wir haben hier Phänomene nicht der Naturwissenschaft, sondern Phänomene eher der Psyche. Das ist ganz interessant, insofern, man sagt, das ist kein Autor des 19. Jahrhunderts. Man merkt daran, das ist ein Autor des 20. Jahrhunderts, auch wenn er manchmal von seinem Stil her ein bisschen vielleicht anachronistisch wirkt. Ein zweites Faszinosum ist die Erzählerinstanz. Auch da wieder eine Unterscheidung zum fantastischen Roman. Es gibt da immer einen sehr verlässlichen Erzähler. Das heißt, je glaubwürdiger jemand ist, umso eher wird man nicht zweifeln an dem, was er von sich gibt, was er erzählt. Der unzuverlässige Erzähler, der zeichnet sich dadurch aus, dass er zumindest also zwei Versionen der Wirklichkeit bietet, die einander aber ausschließen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin hierher nach Klosterneuburg gekommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, und Ewald sagt zum Beispiel, er hat mich hergebracht mit dem Auto, dann hat man also zwei Versionen, wo also eine nicht stimmen kann. Wenn ich aber jetzt meinen Fahrschein herzeige und da steht drauf Wiener Verkehrsbetriebe, Donnerstag 18:30 Uhr, also wenn ich hier ein Indiz liefere dafür, dass meine Version stimmt, dann wird das natürlich spannend und engmaschig. Ja? Das ist ein sehr simples Beispiel.
In dem Roman St. Petri Schnee zum Beispiel gibt es einen unzuverlässigen Erzähler, der deshalb unzuverlässig ist, letztlich, um es sehr verkürzt wiederzugeben, weil er einfach sich eine Nacht mit seiner Geliebten erträumt. Ja? Und deshalb baut er eine Geschichte auf, die dieses Ereignis ermöglicht. Ja? Es ist auch ein psychisches Phänomen, weil hier jemand im Koma war und dann aufwacht und sich mühsam seine Erinnerung erarbeitet. Also dieser unzuverlässige Erzähler ist nicht unbedingt ein vorsätzlich unzuverlässiger Erzähler, sondern er ist seiner eigenen Psyche ausgeliefert und dadurch entstehen natürlich sehr viele Unheimlichkeiten in einem Roman. Verstärkt wird diese Spannung dadurch, dass zum Beispiel eben in diesem Roman St. Petri Schnee verschiedene Genres miteinander kombiniert werden. Ja. Also Sie sehen, hier gibt es also sehr, sehr viele Notizen. Das stammt jetzt nicht unbedingt von meiner Vorbereitung für diesen Abend, sondern für einen Vortrag, den ich mal gehalten habe zum Thema nur Spannungselemente in diesem Roman. Ja. Und da gibt es eine Fülle. Was hier besonders gut gelingt, sind eben die Vermischungen der Genres. Wir haben zum Beispiel den eigentlich Science Fiction, wenn man so will. Ja. Hier gibt es einen sehr obsessiven, autokratischen, praktisch Landesfürsten, der versucht mit Hilfe einer synthetisch erzeugten Droge, also der Mutter Gottesbild, St. Petri Schnee ist eine Bezeichnung dafür, also eine Pilzart, die halluzinatorische Zustände hervorrufen soll, kann bei den Menschen. Und er versucht mit Hilfe der Synthetisierung dieses Pilzes eine Art religiöse Erneuerung zu schaffen. Der Roman ist 1933 erschienen, also es ist auch hier eine historische Komponente, die Geschehnisse um Hitler oder überhaupt um sehr sozusagen moralische Führerfiguren, ja, spitzt sich da schon zu, auch in dieser Figur dieses fiktiven Malchin, der eben faschistoide Züge auch zeigt und gleichzeitig aber auch eine sehr rückwärtsgewandte Geschichtsbetrachtung pflegt. Auch das ist durchaus eine Verbindung, die mit den Nationalsozialisten also herzustellen ist. Und auch hier ist Berns wieder ein sehr, sehr präziser Historiker, denn im 11. Jahrhundert, 11. 12. Jahrhundert gibt es nachweislich, und das ist ja kombiniert mit diesen sogenannten Veitstänzen, die aufgetreten sind, also kollektive manische Zustände, und das kann man durchaus erklären mit dem Auftreten dieses Getreidepilzes, der sich natürlich leicht verbreitet hat und der eben diese Zustände hervorgerufen hat. Und dieses Detail nimmt er wieder raus und baut er dann ein in diese überaus spannende Geschichte. Einige Jahre nach Erscheinen des Buches der LSD synthetisiert und da sind es praktisch eine gleiche Substanz. Also das heißt eine Vorwegnahme dessen, was wissenschaftlich möglich wurde und damit Science Fiction in Vollendung. Ein Wiener Großstadtroman könnte man sagen. In Ketten durch Wien heißt mein Beitrag, der in dem aktuellen Stadtmagazin Derif erschienen ist. Da geht es um einen Studenten, der durch sein sehr seltsames Verhalten zunächst einmal auffällt. Ja. Er ist, egal in welcher Situation wir ihn vorfinden, offenbar nie in der Lage, seine Hände zu benutzen. Die hält er immer versteckt unter dem Mantel. Das fällt dem Leser erst nach einer gewissen Zeit auf. Aber wenn man das also am Anfang nicht weiß, dann hat man eine ziemliche Irritation, weil er schafft es mit großer Begabung, sich immer wieder in Situationen zu begeben, die aussichtslos sind, weil man kann das ja selbst leicht proben an sich selbst, wenn man mal einen ganzen Tag darauf verzichtet, seine Hände einzusetzen, wird man schnell feststellen, wie schwierig dann der Alltag zu bewältigen ist. Und dieser Stanislaus Demba, wie er heißt, hat also einen Parfumsritt durch die
Wiener Bezirke, vor allem durch den 9. Bezirk. In meinem Beitrag sind die Orte genau benannt und mich hat es dann auch interessiert, wie unterscheidet sich der aktuelle Ort von diesem historischen Ort, den Leo Perutz in diesem Roman ausgestaltet. Und da gibt es frappierende Ähnlichkeiten. Also im 9. Bezirk kann man noch immer die Spur dieses Kanzlers-Denkers sehr gut nachvollziehen. Der ist sehr getrieben von eigentlich dem Versuch, seine Ex-Freundin zurückzugewinnen. Deswegen bleibt er nicht zu Hause. Also von Blaise Pascal stammt ja das Zitat, das berühmte, also wir hätten quasi keine Probleme, wenn er es schaffen würde, in Ruhe zu Hause sitzen zu bleiben. Er schafft es eben auch nicht, zu Hause sitzen zu bleiben, weil er so angetrieben wird von diesem Versuch, seine Ex-Freundin wiederzugewinnen. Im Verlauf des Romans stellt sich heraus, dass dieses Begehren ja auch bei ihm selbst gar nicht mehr vorhanden ist. Er war offenbar auch noch befangen in einer Zeit vielleicht, wo es einfach nicht richtig ist, wenn ein Mann von einer Frau verlassen wird, muss er die einfach zurückgewinnen, auch wenn er sie gar nicht mehr will. Also es gibt diese starke Motivation und das ist natürlich schon auch ein Charakteristikum aller Romane und das ist auch die Gefahr. Leo Perutz wurde ja manchmal auch verdächtigt, Trivialliteratur zu verfassen. Also es geht immer um einen sehr hohen Einsatz. Ja. Also wir haben ja bei vielen, ich sage jetzt einmal Hollywood-Filmen, die Errettung der Menschheit ist sozusagen das Mindeste. Ja. Früher war es noch der Tyrann und jetzt ist es ein Asteroid, der auf die Erde zusteuert. Also es sind immer sehr großer Einsatz und das Leben aller steht auf dem Spiel. Und die Perutz-Romane sind auch charakterisiert von diesem hohen Einsatz. Ja. Also ganz anders als zum Beispiel, jetzt ganz ein extremer Vergleich, also 1922 ist Ulysses von James Joyce erschienen, ja, und das ist natürlich ein Roman, der auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Man kann ihn nicht so analysieren wie die Perutz-Romane. Ja. Da geht es um eigentlich sprachliche Facetten und um eine Durchdringung des Mikrokosmos von Dublin. Ja. Diese Arbeit war nicht von Interesse für Leo Perutz, also immer ein großer Einsatz und sehr, sehr schlanke Erzählungen. Das sind ja alles Romane, die kaum mehr als 200 Seiten aufweisen. Heutzutage ist es Usus bei den Verlagen schon bei 100 Seiten das Etikett Roman zu vergeben, ja? Auch wenn das ja oft sehr fragwürdig ist, wie man zu diesem Urteil kommt. Aber jedenfalls, das Epische ist absolut vorhanden bei Perutz, aber dieser große Einsatz schafft dann immer eine gewisse Gefahr, dass hier eine Nähe zur Trivialität unterstellt werden kann. Für mich ist es natürlich überhaupt nicht trivial, sonst würde ich mich jetzt nicht damit befassen.